Ich habe noch keinen Weg rüber gefunden. Vielleicht über diese Dinger da oben. Ich meine, wir können ihn ja schon mal ansprechen, aber eventuell könnte das in einen Kampf ausarten. Und ich will mich hier umgucken. Es ist auch nicht gerade schöner, dass wir da lang gehen. Wir hängen hier ein bisschen ein bisschen fest. Wir hätten da nicht runterspringen sollen. Ich folge mal dem Flusslauf. Okay, hier können wir uns wieder hochziehen. Gott sei Dank. Gott sei Dank kann man uns hier wieder hochziehen. Okay, irgendwo oben auf die rechte Seite. Außerdem ist da oben auch noch eine Tür, die wir benutzen können. Also, ja. Wer weiß, was die Tür uns da oben bringt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch Angst. Da war schon wieder. Ganz kurz. Entweder ist das der da unten oder hier hinter wartet jemand. Also, sie leiden da drinnen auf jeden Fall. Weil die zappeln da drinnen alle. Okay, da geh ich nicht rein. Können wir später mal reingehen. Ich versuche jetzt erstmal darüber zu kommen. Weil ich kämpfe auch lieber gegen den Troll da als alles andere. Der Troll weiß ich, was da zu tun ist. Der Trollo. Okay, von hier sieht es aber auch nicht aus, als ob wir da rüberkommen. Wie kommen wir da rüber? Da unten ist übrigens ein Buddha. Bei der schwarzen Statue. Was uns aber absolut nicht hilft, wie ich da rüberkomme. Jetzt springen bringt nichts. Springen und von der Seite rüber, weiß ich nicht. Sieht auch nicht so aus. Keinerlei Haken, nichts. Voraussichtlich schwimmen und über die Brücke. Hi. Da drüben ist noch ein Kumpel von mir. Ich helfe. Episch. Hi. Ja, können wir auch gleich weglaufen. Ich hasse Grauen. Das wird überhaupt kein Spaß werden, irgendwann die ganzen grauen Gegner fertig zu machen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe aber auch keinen Bock ins Wasser zu gehen. Ach, Kacke, Mann. Ich habe hier vor allem gerade Angst. Na gut, ich gehe erstmal hoch zu dem einen Buddha, dann gehen wir mal ganz kurz und... Was ist denn das da vorne? Alter, ein Baum. Fett. Also quasi ein fetter Baum. Wir wissen, dass wir den grauen Gegner einen abziehen können, aber danach wissen wir halt nicht, ja, wie es weitergeht. Okay, ich gehe jetzt da hinten zum Buddha. Wir reisen ganz kurz zurück. Und dann stehen hier alle Gegner wieder und ja, ich bin der Meinung, wir haben uns jetzt überall umgeguckt und ich weiß auch sonst nicht mehr weiter. Ja. Ich will nicht da rein. Da wartet irgendein Gegner. Da unten wartet irgendein Gegner. Der da hinten freut sich. Der da hinten ist Karpfenfreund. Karpfenfreunde e.V. Da hinten. Ich will gegen den Golem oder Riesen oder wie auch immer man die nennt, da hinten kämpfen. Das wäre mir angenehm. Gegen den da unten. Gegen den will ich kämpfen. Der wirkt so, als ob ich den platt bekomme. Weil gegen diese Wrestler-Golem sind wir bis jetzt relativ gut durchgekommen. Okay. Dann reisen wir ganz kurz an den wichtigen Ort hier hinten. Denn wir haben so viel Geld und so viele Fähigkeitspunkte. Und ich möchte das ganze Geld entweder ausgeben oder in Geldbeutel umtauschen, was vielleicht ein bisschen intelligenter ist. Um nicht unser ganzes Geld wieder zu verlieren, weil wir haben ein kleines bisschen auch Geldmangel.
Seid gegrüßt. Warte mal, lass uns doch erstmal ganz kurz gucken mit dem Geld. Vor allem, ob wir hier hinten. Bildhauers. Oh, Alkohol anbieten. Ja, mache ich irgendwann anders. Okay, ich brauche das da. Nee. Ich brauche das hier. Dann brauche ich das da. Schaff wohl so heftig Flammenausbrüche und große und vergrößert das Effektfeld. Das hier hätte ich gerne. Lila Rauch. Was? Lazulit-Axt. Ein geladener Axt gesägt mit dem. Die mächtige Lazulit-Klinge fügt selbst abwehrenden Feinden Schaden zu. Der Klang, der auf einen Feind treffenden Lapis-Lazulit-Klinge erzeugt einen mächtigen Hall, der feindliche Illusionen auflösen kann. Mhm. Ist das gut? Lazulit Sabu Mabu. Die Kombination aus dem Lapis Lazuli und der Rostklinge erzeugt beim Angriff einen giftigen Nebel. Der Lapis Lazuli schmilzt den in Samu Sabimaru eingelassenen blauen Rost und erzeugt so diese Klinge. Mhm. Lapis Lazuli Wurfstern fügt Vitalität und Haltungsschaden und Haltung abwehrenden Feinden stark. Fügt Vitalität und Haltung ab. Während der Feinde starken Schaden zu. Diese Klingen werden auch nicht beim Durchdringen von Feinden langsamer. Der Anblick des blau leuchtenden Lapis Lazuli erinnert einen Stern. Das ist cool. Also, und was ist das hier unten? Heilige Flamme. Schädigt sogar Erscheinungen mit seiner lila Flammenbrunst. Die Flammen erzeugen jedoch keinen Brennstatus-Anomalie. Heiliges Lapis Lazuli Feuer sind göttlich. Reinigt den tiefsitzenden Hass mit Feuer. Damit leuchte den goldenen Wirbel und lasse ihn dann frei, um die im Wirbel gefangenen Feinde umzudrehen. Kann zweimal nacheinander eingesetzt werden. Die als Spende angesehen. Umgedrehte Feinde lassen ihre Objekte und Münzen fallen, die als Spende angesehen werden. Ach, das ist ja süß. Damit kannst du Geld und sowas farmen. Zen-Wurf. Nein, ich möchte nicht. Ich möchte nicht meine Zen werfen, danke. Okay, hier müssen wir auch irgendwie hin. Das klingt ziemlich cool, weil, naja, du kannst halt immer diese. Du kannst immer. Diese Dinger werfen. Immer. Es kostet sehr viel. Lapis Lazuli, die können wir aber kaufen mit den Schuppen. Also. Dann ein andermal. Könnten wir da Glück haben. So, diese lila Rauchfunken wollte ich, weil sie Vitalität und Haltungsschaden erhöhen, wenn sie da drin sind. Und das ist auch sehr hilfreich. Und wir sind pleite. Seid gegrüßt. Wollt ihr? Na? Nee. Hast du was Schönes für mich sonst? Hm. Hm. Gut, der hat auch keine anderen leichten Geldbeutel. Toll. Naja, gut, die 300. Bis zum nächsten Mal. Können wir, weiß ich nicht, wo anlegen. Na gut, dann reden wir mal mit unserem Karpfenfreund und so. Weißt du was? Die 300, die mache ich jetzt einfach mal, um Geisterembleme zu kaufen. So, dann haben wir 7 Geisterembleme gekauft. Es ist nicht verloren gegangen und wir haben Glück. Palast der Urquellen. Mibu Villa. Mibu, Mibu. Beim Adeligen im Gefäß. Ein großer Sakura-Baum. Dann sprechen wir nochmal mit dem und mal sehen, ob es in einen Kampf kommt oder nicht. Kiyami-Verfütterer. Ich wollte gerade hochspringen, ich habe es gerade gesehen. Und ich gehe mal davon aus, das wird der Papi sein. Gebetsperle. Oh, das ist so angenehm. Danke. Ich habe jetzt ihren Vater getötet. Das ist jetzt, glaube ich, nicht das, was sie wollte, oder? Wenn das der Vater war. Das war auch mutig. Voller Geldbeutel. Okay, das war einfacher als gedacht. Sorry, aber das war jetzt einfach. Das
Das war jetzt wirklich einfach. Wie komme ich denn wieder darüber? Ich würde gerne rüber. Weißt du was? Weißt du was? Wir gehen ins Wasser. Wir ziehen es mal echt durch. Ich komme. Noch sei safe. Was ist das, der Vater? Ich habe keine Ahnung mehr. Hier stehen überall Leute und füttern Karpfen. Oh, ich erwarte jederzeit einen Angriff gerade. Ich bin total nervös. Bin super nervös gerade. Entschuldigt, junger... Oh, Mutti! Junger Mann, seid ihr zufällig auf dem Weg in den Palast? Ja. Falls ja, dann solltet ihr den Hintereingang nehmen. Er liegt unter Wasser. Aber es gibt eine Höhle, die euch hinführt. Allerdings schläft dort auch der große Karpfen. Okay, wir sollen den Hintereingang nutzen. Okay, Muttchen. Warum helft ihr mir? Die Tore des Palasts sind schon seit langer Zeit verschlossen. Ich muss mich um eine sehr wichtige Aufgabe kümmern, aber mein Körper macht es mir unmöglich. Könnt ihr die Tore des Palasts für mich öffnen, junger Mann? Na klar. Ich gehe trotzdem nicht ins Wasser. Ich will weder tauchen noch sonst irgendwas. Ich habe so Schiss hier in dem Wasser. Da unten liegt was. Lass mal stecken, wa? So, ich wollte noch mal gucken, ob ich jetzt von hier... Okay, wir sollen also den Hintereingang nutzen. Ich gehe denn davon aus, dass die Tür da oben vielleicht abgeschlossen ist? Fütter mich, ich bin ein Karpfen. Helft mir raus, ich bin ein Karpfen. Hallo? Ich bin ein Karpfen? Da war gerade was. Da war gerade irgendwo was. Toll, das Ding da oben. Und noch ein Karpfen. Ja, hier können wir ein paar Schatzkarpfen-Schuppen suchen. Aber ich komm nicht raus. Ich bin ein Karpfen. Helft dem göttlichen Karpfen, er kommt nicht mehr aus dem Wasser. Ich will einfach nicht tauchen. Ich habe Angst, wenn ich tauche, dass sie uns angreifen. Das ist so süß. Ich weiß, dass im Wasser immer irgendetwas Schlimmes lauern kann. Ja, da weiß ich jetzt aber auch nicht, wie wir da rauskommen, ehrlich gesagt. Ist es überhaupt gewollt, dass ich das mache? Voller Köder. Da war irgendwas mit dem Karpfen. Irgendwas war da mit dem Karpfen und dem wertvollen Köder. Muss ich nochmal gucken. Glaube ich, dass der Karpfen uns auch verschlucken kann. Und wir dann einfach instant tot sind. Warum glaube ich so verrücktes Zeug? Ist das die Höhle? Sieht mir scheiße nach einer Höhle aus. Ich hasse.
Ich will einfach nicht in diesen Karpfen. Das ist so süß. Vorhin sind wir kurz vor Stufe 7. Uns bleibt irgendwann keine andere Wahl, ich weiß, aber ich will es eigentlich herauszögern. Da sind ein paar viele Fischis. Das mal versuchen. Ich will es nicht aus mir sitzen lassen, dass wir da nicht hochkommen. Schade, ich dachte, wir können dann hier irgendwie uns dann da noch ab, aber er macht dann, wir kommen da einfach nicht. Ich darf nicht. Ich darf einfach nicht. Okay, ich weiß nicht, wie wir da hochkommen. Shit, ich weiß auch nicht mehr, wie wir aus dem Wasser kommen. Ohne jetzt hier irgendwie hart zu leiden. Okay, wir können uns aber auf jeden Fall unter Wasser heilen. Das ist schon mal gut zu wissen. Ist weg. Ariel, die Meerjungfrau. Kopfloser. Tschüss, ne? Arsch, am Arsch, am Arsch, am Arsch, am Arsch. Ich kämpfe garantiert nicht gegen den Kopflosen da unten. Ich bin nicht bescheuert. Ich weiß, was er das letzte Mal mit uns gemacht hat. Ich bin nicht bekloppt. Ignoriere mich bitte nicht. Es tut immer so weh, wenn du mich ignorierst. Nicht gegen die Kopflosen kämpfen. Wir hatten schon mal eine kopflose Begegnung. Wir hatten bis jetzt so viele kopflose Begegnungen, aber nein. Bestimmt nicht. Wir looten jetzt hier noch ein bisschen unter Wasser und dann machen wir auch sowieso die Aufnahmepause gleich. Ist ja schon bald so weit, dass der Stream fast wieder so in dem Sinne anfängt morgen. Aber vorher werde ich hier wirklich nur rumschwimmen. Oh, da hinten liegt noch was. Das nehmen wir doch natürlich mit. Was ist da beim Bullen? Bei der Bulle? Bei der Bulette. Göttliches Konfetti. So. Wie sieht denn unser Status des, wir sind kurz vor Level Up, also. Fähigkeitspunkt erwerben. Uns fehlt hier, glaube ich, nicht viel. Deswegen lass uns nochmal ganz kurz
hier reingehen. Dankeschön. Es langt hoffentlich. Oh, nicht ganz. Ein kleiner Schwuck fehlt noch. Ja, gut, warte mal. Machen wir ganz easy. Ein ganz kleiner Schwuck fehlt noch und deswegen rasten wir hier einmal ganz kurz und dann lebt der Typ da auch schon wieder und dann ist auch schon Ende. So. Da haben wir es doch. Yay, 7 Fähigkeitspunkte. Da muss ich erstmal gucken, was man machen kann. So, Fähigkeitspunkte erwerben. Schattensturm soll ja gut sein, ne? Kostet 6 Fähigkeitspunkte. Brauchen wir 9. Ein geheimnisvoller Shinobi stammt vom großen Shinobi persönlich. Entfesselt einen starken Stoß mit großer Reichweite und benutzt den aufgespießten Gegner als Plattform, um himmelswert zu springen. Sie sei wie ein jagender Uhu. Das, irgendwie kann ich mich daran erinnern, dass das mal hieß, soll voll gut sein. Was ist das? Lebendige Kraft interessiert mich ja gar nicht. Stellt nach jedem erfolgreichen Todesschlag Haltung wieder her. Ja, wir haben nicht so viele Todesschläge. Hier ist dieses Kamehameha und das ist alles durcheinander machen und kaputt. Weil für das hier brauchen wir, oder wir machen das hier, Wolkenwirbel. Brauchen wir das und das für? Ach, weißt du was, wir gehen jetzt einfach mal da drauf, komm. Unterdrückte Geräusche brauche ich auch nicht so unbedingt. So, hier brauchen wir 6 Fähigkeitspunkte für. Es fehlen noch 2. Aber wenn wir eigentlich nochmal so da durchlaufen würden, dann hätten wir es. Oh, wir können sogar noch unser Leben erhöhen. Warte. Das mache ich auch nochmal. Körpermerkmale. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Leben und Haltung. Der Karpfen wird sich wundern. Der wird sich ein Abkarpfen, Alter. Gut, dann reise ich jetzt nochmal einfach nur so zum Wichtigen. Einfach nur dahin. Allein schon, wir haben ein bisschen Geld, das kann man dann wieder ausgeben. Für so ein Büdel. Ist halt auch wichtig, finde ich. Ich finde es wichtig, ich finde das unsagbar wichtig. Oder wir verbessern ein bisschen unsere Prothesen und holen irgendwann auch das Lapislazuli, um, ja, diesen Lapislazuli-Wurfstern zu haben, der relativ cool wirkt, weil der halt auch abwehren dann, also, ne, die stehen damit Abwehr, aber kriegen trotzdem Schaden. Also es ist vollkommen egal. Aber da müssen wir uns erstmal hinarbeiten und da müssen wir für das da haben und das da. Und das hier brauchen wir dann das hier. Bohren. Eigentlich der spannt bereits, auch wenn sie bereits getroffen haben, schädigen sie. Spannt man die Feder länger, dreht sich die Klinge nach der Ladung weiter und verletzt Feinde mehrmals. Vielleicht cool. Vielleicht nicht cool. Zen-Wurf brauche ich absolut nicht, aber kostet 2.000, Alter. Wow, das kostet richtig Kohle. Oh, was brauchen wir hier? Phantom-Kunai. Okay, wo kriegen wir... Okay, wir brauchen ein Phantom-Kunai, sonst schaffen wir es nicht. Wird es geworfen, macht es ein Geräusch, das dafür sorgt, dass Phantom-Schmetterlinge der Flugbahn folgen. Die Phantom-Schmetterlinge verfolgen Feinde und fügen ihnen Schaden zu, selbst wenn sie abwehren. Ich habe keine Ahnung, wo wir Phantom-Funai-Dinger herbekommen oder was weiß ich. Ich weiß nicht, wo wir das Phantom-Kunami herbekommen da. Naja, wir haben schon mal das, das ist cool. Aber Zen-Wurf ist auch, ne? Die Zahl der geworfenen Münzen basiert auf dem eigenen Besitz. Reich zu sein macht die Slaven unglaublich stark, doch ein leerer Geldbeutel verschießt nur Staub. Also wenn wir reich sind, dann machen wir voll Damage, wenn wir da 5000 abballern, dann ja. Andermal. Denn, oh, ich will immer noch Kürbissamen haben. Warum finden wir keine Kürbissamen mehr, verdammt? Okay, ja, so viel zum Thema Geld gibt wieder, aber ja. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt. Morgen werden wohl viele Bosskämpfe folgen. Es sieht sehr stark danach aus, dass sehr, sehr viele Bosskämpfe folgen werden. Sind wir mal ehrlich.
Der Karpfen. Eventuell der komische Krieger-Typ da. Ja. Eventuell noch der Oger, wenn wir so weit kommen. Und sonst müssen wir mal gucken. Heute haben wir zwei Bosse besiegt. Einmal den... Okay, das sehe ich nicht wirklich als Bosse. Den Bullen und einmal ja diesen anderen Typen da, der uns einmal geblitzdingst hat, weil ich vergessen habe, wie das geht. Irgendwie so und so und so und so und so. Aber finden wir schon irgendwie heraus. Das war irgendwas mit Hochspringen. Hochspringen und Blocken, glaube ich. Und dann fangen wir den Blitz auf und bevor wir den Boden berühren, nochmal zuschlagen. Und dann machen wir den Blitzangriff auf den und betäuben ihn und machen ihm viel Schaden. Irgendwie so war das. Okay. Ich verabschiede mich jetzt. Es ist jetzt schon wieder alles viel zu lang und die Folgen werden alle ein bisschen länger, aber macht nichts. Ja, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, also morgen 18 Uhr, wenn wir aufräumen. Und zwar die Bosse aufräumen. Die wird sich wundern. Ich werde keinen einzigen Boss aufräumen. Okay. Doch, glaub schon. Nein, doch, ja. Bis zum nächsten Mal dann. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.